geil, so ein Wald vor hier. Oh. Zack. So. Oh, lauf doch weg. Jawohl. Und der nächste. Jawohl. Und der letzte. Alter, das klingt voll geil hier mit dem Hall und so. Na, wer noch? Hat noch wer den Wunsch, hier hops zu gehen? Oh ja, klar. Und da konnte ich nicht menschlich ein Schild machen, oder was? Pissnaken, ey. Freie Schussbahn am Arsch. Ich schlitze dir gleich deine Kehle auf. Stinkender Affe. Was los? So, wo ist hier die Schatztruhe? Da oben. Ah, okay. Dann jagen wir erstmal die Geschichte hier in die Luft. So, da gab es wenigstens mal einen anderen Eingang als den Haupteingang, wodurch man rein konnte. Oh, bei dem TNT wachsen schon die Pflanzen ein bisschen drin. Zurücktreten bitte. Alter, ich finde, das ist hier so geil gemacht mit dem Teil, ne? Ich hab das Schein vom Lauf. Ach komm, da bist du doch wohl. Ja, geht doch. Ha, okay. Mal her. Bam! Alter, wie geil war das denn? Nochmal! Naja, dann halt so. Alter, zack, zack, zack und bam! Schön hier geblieben. Hier geblieben, habe ich gesagt. Ey, kann der nicht hören? Jawohl. Der hat sich auch verabschiedet. So, dann klettern wir doch mal hier hoch. Komm mal runter. Jawohl. Bam. Naja, von mir aus auch so rum. Macht jetzt keinen so großen Unterschied. So, hier geht's hoch. Da muss ich die Flagge, aber vorher knacke ich noch die Kiste, damit ich hier sofort abhauen kann. Sehr schön, Schloss knacken. Mal wieder hier eine Truhe kommen. Jetzt 10.000, 20.000 so. Jawohl, das ging doch fix. ...7.500. Na gut, okay. Ausnahmsweise reicht das mir mal. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Jetzt können wir uns nochmal die Zwischensequenz hier ein allerletztes Mal angucken. Denn damit haben wir das letzte Fort unter Kontrolle gebracht. Jo. Ich würde sagen, liegt nur noch Federn sammeln an. Dann Hinkebein noch. Noch ein paar maritime Missionen. Ich würde sagen, da rüste ich dann auch mal mein Schiff besser aus. Ja, und dann schauen wir mal weiter, nicht? Ja, die Federn. Wenn ich dann die eine da kriege, die ich markiert habe. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
bin da gerade etwas überfordert. Aber nun gut. Auch das werde ich hinkriegen. Erstmal. Oha, ja, hier gibt es noch einiges. Das da oben ist ja das Problemkind sozusagen. Hier gibt es direkte 3. So auf engstem Raum. So. Hui! Schön. Voll die hohen Bäume hier. So, alte, hohe Bäume. Voll Mongo. Oh, verdammt. Ein Geniestreich von mir. Hammer geil hier und so. Oh ja. Nächste Feder ist da oben ganz. Okay. Wäre da nicht die andere Richtung? Ach, egal. Okay, da hoch. Ah! Wie sie sich immer erschrecken, die Viecher, ey. Ah, hier. Cool. Das ist ja einfach zu bekommen. Ich finde diesen Urwald richtig geil, muss ich sagen. Der sieht gut aus. Und so. Okay. Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Jawohl, dahin wollte ich. Alter, dass der erst nicht abgebrochen ist, so wie der aussah. So. Oh, die liegt sogar mal auf dem Boden, die Feder. Ach nee, das ist eine Schatztruhe. Die allerletzte, glaube ich sogar, ne? Eisendorn-Kriegskeule. Okay. Auch nicht schlecht. So, hier nach da weiter. Hier nach da. Manchmal überrasche ich mich selbst mit meiner Grammatik. Verdammt. Oh yeah. Okay. Kann ich aber nicht noch weiter hoch, oder? Nee, das geht hier nur in die andere Richtung. Oh. Ach, komm schon am Arsch. Ja, ist ja gut. Ach, kein Bock da jetzt drauf. Jetzt laufe ich da gleich hin. Erstmal die Feder und dann gucke ich weiter. Ja, Warnung! So, okay, ist er weg. Egal, ist er halt weg. So, next Feder. Oh yeah. Oh. Ich dachte, da kann ich ransprengen. So schnell kann man sich irren. So. Och. Rüber da mit dir. Na los. Geht doch. So, 50 Meter. Ah, okay. Das ist ja einfach. Und voilà. So, jetzt haben wir einen etwas weitereren Weg. Rrr, geil ausgedrückt. Uiuiuiuiui. Der nächste Klunker. Auch wenn wir damit dann eigentlich ein zu viel haben. Aber wer weiß, vielleicht bringt das ja auch noch was. Ich schnapp mir auf jeden Fall alle, die ich kriegen kann.
So. Hopp. Jawohl, ja. Oh ja, oh ja. Alter, ich finde das immer noch so geil, ne, mit dem über die Bäume laufen. Wie schon gesagt, das wird mir wohl nie langweilig werden. So, Klunker voraus. Den schnapp ich mir und dann fehlen nur noch eine Handvoll Federn. Almanachseiten habe ich, glaube ich, auch alle. Von Feinden bewacht oder was? Haha. So, ich habe alle Klunker, würde ich mal sagen, ne? Ich muss in die andere Richtung. Naja. Ah, die sind beschäftigt. Konzentrieren sich gerade nicht auf mich. Wie packt der das ganze Fleisch, das Geweih, das Fett, das Fell und alles in seine Taschen? Also Connor jetzt. Ich meine, wo steckt der das hin? Zack, gleich den nächsten hier erlegt. So, hier kann ich nach oben, ne? Ja. Ja, das ist ja auch einfach. Den sollte ich hier rüber erreichen können, ja. Und noch ein Wapiti. So, noch 4 Federn fehlen mir. 1, 2, 3, 4. Jawohl, das sind die letzten 4. Oh, verdammt, hat er mich bemerkt. Hat der mich bemerkt. Und tschüss, Kollege. Aber ich glaube, durch den Pfeilwurf habe ich jetzt das Fell beschädigt, ne? Ja, egal. Egal. Oh ja. Voll den Weg abgeschnitten. Sehr gut, sehr gut. So. Hier lang und ist das vielleicht sogar im Vor die Feder? Ich nehme mal lieber den Baumweg. Nur für den Fall, dass es wirklich. Oh, cool. Ja, ist gerade so eben außerhalb vom Vor. So, nächste Feder. Neue Feder, neues Glück. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Hopp, hopp, hopp. Oh, geil. Scheiße, wollte mich der Hase da überholen. Hätte ich den abstechen können. Scheiße. Hm. Naja. Machst du nichts? Da ist die nächste Feder. Hier ist ein Baum. Den Baum kann ich nicht hochklettern. Doch, kann ich. Ja, dann ist das ja... nicht? Eher submäßig schwer. Also gar nicht eigentlich, aber... So, kann ich hier hoch? Nee. Aber ich kann hier runter. Wow! Cheater! Wieso hat er sich so schlagartig umgedreht? Das ist ein Cheater, ganz klar. Und nochmal und dann ist es auch schon erledigt, das Verpiti.